Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist Abazi. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Jawohl, heute mal nicht ganz so verpeilt wie letzte Woche, aber dennoch Festivalsaison, Sommer, Urlaubszeit. Es gibt gar nicht so viel, aber ein bisschen was haben wir, deswegen wollen wir gleich loslegen. Am Anfang möchte ich euch an die Aktion vom Krawallbären erinnern. Die geht noch bis nächsten Sonntag. Da könnt ihr euch eins von zwei schönen T-Shirt-Motiven aussuchen, kaufen und die Erlöse gehen alle ans Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig. Also alles für die gute Sache. Die neuen Motive sehen wieder wirklich gut aus. Bestellt sie oder spendet einfach so. Das geht auch. Wer den ein oder anderen Euro übrig hat, kann einfach per PayPal was an den lieben Krawallbären spenden. Und dann hoffen wir, dass die phänomenale Summe von letzten Mal wieder übertroffen wird. Das neue Das Rockt Magazin ist draußen. Ja, dieses Mal unter anderem mit Themen 15 Jahre frei with the 69 Eyes, Killswitch Engage, Seitenfeuer, Prom, TXL, Kerbholz und noch viele andere mehr sind dabei. Falls ihr dieses wunderschöne Magazin noch nicht habt, das könnt ihr abonnieren. Kostenlos, ihr müsst lediglich das Porto bezahlen. Wo das geht, seht ihr unten in der Infobox. Und dann könnt ihr auch dieses wundervolle Heft in den Händen halten. Was war denn da bei Berserker los? Die waren ja zum Rock for Peace Festival eingeladen. Aber offenbar ist den Veranstaltern der Druck da mal wieder so groß geworden, weil es Leute gab, die sagen, Berserker, die könnt ihr doch nicht spielen lassen, die haben Stay Brutal als Motto. Ja, und daraufhin wurden sie halt leider Gottes wieder ausgeladen. Also das mit dem Peace funktioniert offenbar nicht ganz so gut. Die Band ist natürlich alles andere als begeistert, aber so ist es halt nun. Also Berserker nicht beim Rock for Peace, die Kneipentouristen übrigens auch nicht, dort liegt's aber an einem Krankheitsfall. Die letzten Jahre waren ja immer etwas chaotisch, was die Anreise der GOND angeht. Alle sind vor 6 Uhr gekommen, standen dann in einem riesen Stau und ja, dem wollten die Veranstalter etwas entgegenwirken, indem es dieses Jahr die Möglichkeit der Frühanreise gibt. Ja, wie das aber bei großen Festivals so üblich ist, ist das auch mit Kosten verbunden und kostet den Anreisenden auch etwas. Also ich persönlich kenne es vom Backen, da muss man auch pro Tag einen Obolus bezahlen, um schon früher kommen zu dürfen. Ihr habt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, ab 0 Uhr anzureisen. Und wenn ihr von 0 Uhr bis 5.30 Uhr anreist, kostet euch die Anreise 20 Euro pro PKW. Das Ganze ist vorbestellbar auf der GOND-Shop-Seite. Dort könnt ihr so eine kleine Plakette kaufen, dann habt ihr die Berechtigung, um 0 Uhr schon anzureisen. Wenn ihr um 2 Uhr kommt, dann könnt ihr die Plakette dort vor Ort erwerben, ist dann aber ein bisschen teurer. Und wenn ihr um 5.30 Uhr anreist, müsst ihr einfach gar nichts extra bezahlen. Ganz einfach. Die Frühanreise bekommen einen extra Zeltplatz. Der ist da auf dieser Rohbauseite, daneben der Festhalle. Wird aber alles noch genauer erklärt und ja, die Möglichkeit besteht seit diesem Jahr. Zwei Sachen aus dem Hause Hämatom. Einmal die Hölle muss warten, beziehungsweise die Hölle wird kommen, beziehungsweise irgendwas mit Hölle. Und das Ganze ist datiert auf den 13.06., also auf morgen. Darüber hinaus ist pünktlich zur Europameisterschaft der Song Made in Germany als Video erschienen. Läuft nebenher ab und seht ihr unten natürlich in der Infobox auch verlinkt. Das Kister Rock Open Air, beziehungsweise einer der Veranstalter, haut mal wieder einen raus und lässt die Gerüchteküche brodeln. Ja, Kister Rock Open Air seinerzeit ein fast schon legendäres kleines Familienfestival in Kist bei Würzburg. Jetzt haben natürlich einige auf der Facebook-Seite dann gefragt, was soll das bedeuten, kommt da vielleicht doch irgendwas? Also das Kister Rock Open Air, so wird es wohl nicht mehr geben, da um diese Wiese herum viel gebaut worden ist, unter anderem auch ein Altenheim, und es wohl schwierig ist, in der Nähe eines Altenheims ein Rockfestival veranstalten zu können, auch wenn beim Altenheim sicher ein paar Leute dabei sind, die da auch hingehen würden. Aber man überlegt, eine Rockveranstaltung mal wieder zu machen. Also wir sind gespannt und bei uns bleibt ihr natürlich auf dem Laufenden. Ja, Rammstein, die wollen ja angeblich nächstes Jahr ein neues Album rausbringen. Auf dem Rock in Vienna, was jetzt vor kurzem stattfand, gab es einen komplett neuen Song. Also so neu ist er gar nicht, beziehungsweise hört er sich gar nicht an, weil er sehr, sehr viele bisherige Rammstein-Titel in quasi einem vereinigt. Müsst euch das Ganze mal anhören, es läuft hier ab. Ist ein Fanvideo, was auf YouTube hochgestellt worden ist. Mal gucken, wie lange es noch online ist.
auf jeden Fall ein neuer Song. Mal schauen, wie das weitergeht. Auch hierfür halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Oh, wie schön ist Panama. Rotz und Wasser, die haben auf ihrer Facebook-Seite gepostet, dass sie sich in Aufnahmen befinden und auch der Herr Dörnberg mischt wieder fleißig mit. Was da auf uns zukommt und was das Ganze mit dem Panama-Kanal zu tun hat, das erfahrt ihr in Kürze hier bzw. auf der Facebook-Seite von Rotz und Wasser. Apropos Rotz und Wasser, die haben die diesjährige Ehrlich und Laut abgesagt. Wieso das denn? Ganz einfach, beim Chris gibt es mal wieder Familienthemen. Letztes Jahr wurde die GOND abgesagt wegen Hochzeit. Dieses Jahr wird das Ehrlich und Laut abgesagt wegen Nachwuchs. An dieser Stelle Gratulation zu eben diesem. Dafür wurde aber Rotz und Wasser quasi schon für die Ehrlich und Laut 2017 bestätigt, was dann ja heißt, dass 2017 auch eine Ehrlich und Laut stattfinden soll. Außerdem wurde gesagt, dass heute am Sonntag 3 weitere Bands bestätigt werden. Da es noch nicht 16 Uhr ist, kann ich euch leider noch nicht sagen, wer diese Bands sind. Je nachdem, wie ich das mit der Schneiderei schaffe, blende ich sie euch ein. Ansonsten kommen die dann einfach nächste Woche. Außerdem gibt es noch mal was zum Thema Open Air beim Ehrlich und Laut. Aktuell ist ja geplant, das Ganze in der Hessenhalle stattfinden zu lassen. Und wie es schon vor etlichen Monaten gesagt wurde, wenn die Ticketverkaufszahl stimmt, wird das Ganze auf ein Open Air verlegt. Auf jeden Fall haben die Veranstalter versprochen, dass es nicht so ein Kuddelmuddel wie letztes Jahr geben wird. Also Bands, die bestätigt werden, bleiben auch da, egal was passiert. Und vorerst ist es auch für die Hessenhalle geplant, es sei denn, die Ticketverkäufe gehen so hoch, dass sich ein Open Air finanziell lohnt, denn das kostet ja doch einiges, da kann man die Veranstalter sicherlich verstehen. So, das war's mit den Nachrichten. Festivalbestätigung gibt's dieses Mal keine. Wir sind ja quasi schon mitten in der Festivalsaison. Die Ehrlich und Laut Bestätigungen kommen dann einfach nächste Woche. So ist das. Und damit kommen wir zu den Terminen. Als allererstes findet morgen das Alpenflair Special statt. Mit meiner Wenigkeit, allen Infos, allen Bands, verspricht ein lustiger Abend zu werden. Genauso wie das Festival. Eben dieses geht dann am Mittwoch los mit der Eröffnungsparty in Nuts selber und am Donnerstag dann schon mit den ersten Konzerten. Am 17.06. sind Lebenslänglich in Kummerow. Am 18.06. sind Ronny und Ingo, also hier Ex-Glorreicher Lunken, und Außenseiter im Stadtpark in Teuchern. Und die Local Bastards sind an dem Tag beim Booze and Balls in Gärden. Und damit wären wir auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr fühlt euch ausreichend informiert, trotz der gar nicht so vielen Informationen. Aber, mein, kann ich nichts dafür. Ich kann ja nichts erfinden. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Fußballabend. Ja, in einer Stunde geht's los. Solltet ihr das um 20 Uhr gucken. Hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Und ja, wir hören uns morgen zum Alpenflair Special, hoffe ich. Und dann sehen wir uns bei eben diesem hoffentlich ab Mittwoch. Ja, ich bin auch mit dabei. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag zu den Nachrichten. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, drückt den Abo-Knopf, wie auch immer. Macht, was ihr wollt. Habt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Sauberzieher.